Hi, willkommen bei Mami Blog. Ihr habt wählerische Esser zu Hause? Ab jetzt kein Problem mehr. Gemeinsam mit der AOK Nordwest zeigen wir euch 7 Tipps, wie eure Kinder gesundes Essen lieben werden. Viel Spaß beim Video. Je mehr Geschmäcker im Baby- und Kleinkindalter kennengelernt werden, desto mehr Auswahl an Lebensmitteln sollen Kinder später, nach einer jahrelangen Mäkelphase, wieder bereitwillig annehmen. Die Foodbar ist deshalb eine gute Voraussetzung, das selektive Essverhalten von vornherein einzudämmen. Kleine Früchte wie Heidelbeeren oder Trauben besser halbieren und ungekochtes Gemüse nicht zu klein schneiden, weil sich Babys und Kleinkinder dran verschlucken können. Auch für größere Kinder ist das einzelne Anbieten von Lebensmitteln in Eiswürfelbereiter oder Muffinform eine tolle Möglichkeit, Neues zu entdecken und Gesundes gut zu finden. Der wohl bekannteste Trick, wählerischen Essern das Essen zu versüßen, ist das Zaubern von Essensbildern. Dafür müsst ihr keine großen Künstler sein. Mit ein paar einfachen Kniffen habt ihr im Handumdrehen aus einem Pfannkuchen einen Schmetterling gemacht oder aus ein paar Weintrauben, einer Tomate und ein bisschen Frischkäse eine kleine Raupe entworfen. Nehmt hier am besten einen dünnen Eisstiel, normale Holzspieße sind in dem Alter noch zu gefährlich. Langweilige Brote aufzupimpen ist auch überhaupt kein Problem. Sehr toll und einfach, wie ich finde, ist auch das Piratenschiffchen aus Vollkornbrot mit Frischkäse, Gemüse und Gouda. Mit ein paar Schnitzern habt ihr Mast und Segel fertig und ich kann euch fast versprechen, dass dieses Brot zumindest teilweise gegessen wird. Oft helfen auch einfach Gesichter oder nur große Kulleraugen, um euren Kindern selbst große Augen zu machen. Frischkäse dient dabei als Klebstoff, dann könnt ihr solche Foodfaces sogar mit in die Schule oder in den Kindergarten geben. Gesund geht übrigens auch mal ein bisschen süßer. Streicht etwas Fruchtmus, zum Beispiel Apfelmus aus 100% Frucht, auf Frischkäse und zaubert mit Frischkäse und schwarzen Oliven ein kleines Gesicht. Der kleine Drache hier ist übrigens Julinchen, das Maskottchen der AOK Nordwest. Kinder lieben es zu dippen und Gemüse verträgt sich hervorragend mit einem Dip, weil die in Obst und Gemüse fettlöslichen Vitamine ohne gleichzeitige Aufnahme von Fett gar nicht vom Körper aufgenommen werden können. Für einen ganz einfachen Gemüsedip vermischt ihr eine Packung Quark, eine Packung Joghurt und ein paar frische Kräuter. Kindgerecht mit Salz und Pfeffer würzen und mehr braucht's nicht, um den Kleinen fast jedes Gemüse schmackhaft zu machen. Kleiner Tipp auch für Geburtstagspartys: Gemüse-Dip-Shots sind lecker und gesund für Groß und Klein, schnell und einfach gemacht, passen super an kleine Kinderhände und sind der perfekte Snack für zwischendurch. Ein ziemlich bekannter Trick, aber einer, der Wunder wirkt: Ausstechen. Mit Keksausstechern könnt ihr ziemlich einfach wahre Kunstwerke schaffen und alles für eure Kinder zaubern, was sie sonst wahrscheinlich nie anrühren würden. Und natürlich solltet ihr die Reste nicht wegschmeißen, eine Sorge von vielen, die deswegen das Ausstechen sein lassen. Obst- und Gemüsereste können püriert werden, mit püriertem Gemüse können Soßen aufgepeppt werden, mit püriertem Obst und ein paar Vollkornbrotresten kann zum Beispiel ein sehr, sehr leckeres und einfaches Obst-Getreidemus als Nachmittagssnack gezaubert werden. Aus fast jedem Gemüse lassen sich ganz schnell und einfach Veggie-Bites machen. Hier ein ganz einfaches Beispiel, was eigentlich alle Kinder lieben und für Mamis super praktisch ist, weil wir es einfrieren und nach Bedarf auftauen können. Kartoffelbrei-Bites. Dafür quetscht ihr ein paar gekochte Kartoffeln, gebt Milch und ein bisschen Butter dazu, würzt das Ganze kindgerecht und gebt das Kartoffelpüree jetzt in kleine Silikonförmchen. Übrigens, Kartoffeln solltet ihr immer quetschen und nicht pürieren, weil die Stärke in den Kartoffeln zerstört wird und sich dadurch die Konsistenz verändert. Der Kartoffelbrei lässt sich jetzt einfrieren und später je nach Bedarf wieder aufbacken. Egal ob Obst oder Obst vermischt mit Gemüse, wenn ihr Smoothies draus macht, werden eure Kinder es euch aus den Händen reißen. Für den klassischen grünen Smoothie könnt ihr frisches Obst und Blattgrün, zum Beispiel Spinat, im gleichen Verhältnis pürieren. Für eine schönere Farbe nehmt ihr weniger rote Obstsorten, weil das in Kombination mit Grün nicht so schön aussieht. Oder ihr püriert nur Obst. Mein Yannick hat die Farbe jetzt nicht gestört und ich habe die Flasche tatsächlich erst leer wieder zurückbekommen. Ein süßer Tipp auch für Partys: Verziert Becher oder Gläschen mit Googly-Eyes und ein paar Bändern und ihr habt süße Smoothie-Monster, die garantiert getrunken werden. Eigentlich Trick 17 hier in dieser Reihe, weil ich kein Kind kenne, das kein Eis liebt. Gebt eure grünen, blauen oder roten Smoothies einfach in eine Eisform, lasst sie von euren Kindern vernaschen und alle sind happy. Das war's bei Mami Blog. Ich sag Tschüss und hoffentlich bis zum nächsten Video.